Hallo, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen YouTube-Video der Firma MX Motorsports, ansässig in der Jägerstraße 12 an Hirscheid. Das habe ich gut gemacht, oder? Okay, so, worum geht es heute? Heute geht es um eine Thematik, mit der sich jeder S65-Fahrer, nicht S65 AMG, sondern S65 der Motorcode, des E92 M3 oder auch E90 M3 auseinandersetzen muss. Denn es gibt ein Common Problem an diesem Motor. Das sind nicht die Lagerschalen. Darauf gehen wir nicht mehr ein, denn die macht man einfach bei 80.000, 90.000 Kilometern. Dann hat man erstmal wieder Ruhe. Es geht um das Thema Ventildeckel. Hey, look. Check how we moving with the vision in mind. I'm low side with my on the vision with slime. So, kein Museumsfahrzeug, ein M3, mitten aus dem Leben, 142.000 Kilometer drauf, Baujahr Ende 2009, sogar schon ein LCI, das heißt CIC, erkennt man an diesem kleinen Navi-Controller in der Mittelkonsole, der schon die einzelnen Knöpfe hat, und an den LED-Rückleuchten, beides kann man natürlich auch nachrüsten, selbiges Thema wie auch beim F8X M3-4, guckt, wenn ihr so ein Auto kauft, ob es wirklich ein LCI ist oder ob er es nachgerüstet hat. Heute geht es natürlich aber nicht um LCI und Navi-Controller, sondern um diesen wunderschönen Ventildeckel. Und zwar gibt es hier ein Problem, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit dem sich jeder S65-Fahrer mal auseinandersetzen soll oder muss. Denn diese Ventildeckel sind aus dem wunderschönen Werkstoff Magnesium. Und Magnesium hat was an sich, dass es sich relativ schlecht beschichten lässt, beziehungsweise Beschichtungen, wie es damals ab Werk war, sich leider lösen. Das erkennt man ganz gut, wenn ich jetzt mal den Ventildeckel hier aufmache. Dass hier eine wunderschöne Blase ist, wenn ich dagegen drücke, vielleicht hört man sogar, muss ich mal wieder mein ASMR-Mikro anmachen. Seiten wechseln, einen kleinen Stellungswechsel machen, dann sieht er, dass sich dieses Zeug, diese Beschichtung, ganz einfach lösen kann. Darunter befindet sich dann das blanke metallische Material. Und was auch schon sehr schön zu erkennen ist, da popel ich jetzt aber nicht weiter dran rum, ist hier innen drin, sieht man es gut auf der Kamera, oder? Diese ganzen grauen Stellen, das sind Stellen, an denen hat sich diese Beschichtung schon gelöst. So, und wer jetzt nicht sein Leben nur auf der Baumschule verbracht hat, der wird wissen, dass diese ganze Beschichtung dann nicht wunderschön in unserem Ölfilter ist. Und wenn ich den dann rausziehe, dass es damit aus dem Motor rauskommt, sondern das landet erstmal unten in unserer Ölwanne durch Ablaufbohrungen, die im Kopf sitzen. Unten durch den Rumpf durch in die Ölwanne rein. Da sind zwei Ansaugleitungen von der Ölpumpe, eine vorne, eine hinten. Und dann landet das Zeug in der Ölpumpe im Ölpumpensieb, verstopft diesen Sieb. Weniger Ölfördermenge, teilweise auch weniger Öldruck. Und irgendwann macht es kabum, nur wegen diesen beschissenen Ventildeckeln und dieser Beschichtung. Was kann man dagegen tun? Das zeige ich euch gleich. Vorher muss das ganze Zeug raus. So, und bevor wir natürlich an unsere Ventildeckel rankommen, gerade an die Bank der Fahrerseite müssen wir natürlich den Luftsammler, das Verbindungsstück zwischen Plenum und Luftfilterkasten inklusive den ganzen Ansaugleitungen, alles wegbauen. Und dann kann man das wunderschön runter machen, inklusive den ganzen Kabeln. Da sehen wir gleich mehr dazu. Und was ich noch sagen wollte, weil ich es gerade schon gesehen habe, Paradebeispiel S65 Airbox, bei denen viele, die nicht sich mit diesen Sachen und Motoren beschäftigen, denken, wenn ich diese zwei wunderschönen verchromten Edelstahlmuttern hier oben mit einer 10er Schlüsselweite runterschraub, dann geht das ganze Plenum runter. Das ist nicht so. Die reißen ab, dann schaut es nämlich so aus wie hier. Dieses Plenum ist rein nur auf die Gummistücke der Drosselklappenstutzen befestigt. Das zeige ich euch gleich, wenn ich es runter habe. Nur für den Fall der Fälle, dass jetzt der Johnny nicht alles auf der Kamera drauf hat. Wenn ihr euer eigenes Plenum runterbauen wollt, dann macht es bitte an den 8 Schellen von den Drosselklappenstutzen und versucht nicht, diese zwei Motoren hier zu lösen. Die sind nur ein optisches Gimmick und damals ab Werk bei der Montage dieses Plenums dabei gewesen, dass diese zwei Seiten sich zusammenhalten, aber nicht, dass dieses ganze Teil aus dem Motorraum rauskommt. So, bis gleich. Schraubt die Schrauben rein, wir schrauben gerne Schrauben raus. Das soll eigentlich keiner hören. Wir sind schon richtig Influencer, ne? Und mit dem Rabattcode PLEULAGERSCHADEN93 kostet alles in unserem Onlineshop 20% mehr. Rumgefriemelt. So, es gibt beim Plenum abnehmen zwei Leitungen, die erkläre ich gleich. Eine hier vorne, eine hier hinten.
Uiuiui. So schaut das ganze wunderschöne Gestell von oben aus. Eine vordere Leitung, unser Ölablauf von den Öldämpfen aus den beiden Kurbelgehäuseentlüftungen. Die sitzen hier und hier. Und der hintere Anschluss für unsere Sekundärlufteinblasung. Hier gleichzeitig auch für unsere Luftzufuhr des Leerlaufstellers. So, was gibt es groß zu sagen? Was wir hier auf jeden Fall schon sehr gut erkennen können, ist, dass diese ganzen Drosselklappengestänge des Öfteren schon abgeschmiert wurden, sonst wären sie hier nicht so fettig. Das ist auch noch auch ein Fett, was nicht fest und bröckelig wird mit der Zeit. Das heißt, man hat wohl gutes Material verwendet und sie quietschen nicht. Sind schön leichtgängig, so muss es sein. Bank 1 und 2 hat zweimal einen elektrischen Drosselklappensteller. Die sitzen hier unten. Hier haben wir den ersten Stecker und da den zweiten. Das sind zwei große Aktuatoren der Größe, also ein Elektromotor mit einem Getriebe dran, was dann quasi auf Gaspedalstellung unsere Drosselklappen öffnet. Relativ spektakulär für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich zeige euch mal kurz, wie das ausschaut, wenn Hersteller Rennsportartikel normalen Kunden für die Straße verkaufen. Habe ich gut gesagt, Johnny, ne? Ich müsste BMW-Verkäufer werden. Ne? Also. Ich mache jetzt die Zündung an. Das ist auch schon interessant. Ihr seht nämlich den sogenannten Drosselklappentest der Drosselklappen-Potties und der Steller, die er macht, wenn ich die Zündung anmache. Wie es dann zuckt, Johnny filmt mal drauf, ich mache die Zündung an. Das ist eine Art Gegenprüfung, Motorsteuergerät gegen Drosselklappensteller. Hallo, seid ihr beide da? Macht ihr das, was ich will? Und so weiter und so fort. Jetzt Gaspedal, ganz langsam. Und wenn man Vollgas gibt oder Kickdown, schaut es so aus. Das Schöne ist, man kann diesen Motor, der ist jetzt betriebswarm, noch kann man noch so laufen lassen und es hört sich relativ geil an. Ich bin mir sicher, ihr wollt alle hören, wie sich das jetzt anhört ohne Plenum. Deswegen würde ich sagen, bevor man letztendlich zerlegen, machen wir noch ein letztes Mal an, dass auch der Johnny mal live sieht, wie geil diese Motoren sind. Die sind geil. Das ist einfach nur noch geil. Du hast einen 535D, das ist auch cool, aber das ist geiler. Ich muss kurz. Boah, wer hat die geschissen? Der Willi. Boah, Junge, stinkt das. Ich mache mal das Innenraumgebläse aus, dann hören wir es auch gut. Johnny darf sich gerne hier oben positionieren. Ich, mich oder die Kamera? Boah, beides ein bisschen. Du darfst dich auch draufsetzen, wenn du willst. Jetzt ist die Frage, ich glaube, du nimmst das Mikro auch mal, oder? Meinst du, das Mikro soll mal bei dir? So. Sonst, bei mir kommt das nicht hier rüber. Ich würde es ja gern an die Haube machen, aber BMW hat halt eine Aluhaube, ne? Ja, ich glaube, das reicht. Einfach zurücklehnen. Für den einen oder anderen, der könnte euch ein paar Feuchttücher und ein bisschen Creme holen. Einfach gut zu sein. Eine kleine Schätzung, wie viel Drehzahl war das? Wie viele Umdrehungen? Öl hat 90 Grad. 2,5. Mhm. Der kann halt fast 9. Ne? Gleich gibt es noch mal ein bisschen was auf die Ohren. Wir lassen ihn kurz noch mal ins Standgas segeln. Was auch sehr, sehr geil ist, was so gut wie keiner weiß, nur wenn man sich hart mit diesen Dingern beschäftigt. Jetzt müsste man eigentlich gleichzeitig meinen Gasfuß im Fußraum sehen auf der Kamera. Und die Bewegung der Drosselklappen oder der Drosselklappensteller. Denn unter Teillast, Autobahn 120, ein bisschen anfahren an der Ampel, Stadtverkehr, machen die Drosselklappen überhaupt gar nicht auf. Dieser Motor bezieht seine Frischluft, jetzt kommt er runter, jetzt wird es auch ein bisschen leiser, seine Frischluft nur über den Leerlaufsteller. Oder nur der regelt erstmal, pass mal auf, ich gebe mal jetzt Gas, du schaust oben rein und siehst, dass der Motor hochdreht, aber die Drosselklappen sich gar nicht bewegen. Das macht nur der Leerlaufsteller. Pass auf. Die zucken nicht mal. Das alleine war nur der Leerlaufsteller. Jetzt gucken wir mal. Ich schau mal rein, wann die aufmachen.
Dann könnt ihr, also für alle, die wahrscheinlich ein bisschen Bock auf das Zeug haben, ist es relativ interessant zu sehen, wie BMW das so gemacht hat. Natürlich, wenn man richtig Last gibt, also über, ich würde sagen, 60-70% Gaspedalstellung, dann sieht man natürlich, dass die Drosselklappen aufgehen und dann erst kommt richtig Krawall in die Bude. Ich mache das Mikro nochmal hier fest. Ballert, ne? Ja, ich mache mir das Mikro mal wieder ran. Das ist Stoff, mit dem darf ich mich jeden Tag beschäftigen und da bin ich wirklich froh drum, weil es einfach nur geil ist. So, jetzt würde ich sagen, haben wir genug hier rumgespielt, wie so Achtjährige. Wir machen das natürlich nicht jedes Mal, wenn ein S65 auf der Bühne ist und wir hier irgendeinen Service dran machen. Ich wollte es euch einfach nur mal präsentieren, wie das ganze System so funktioniert. Hier übrigens, um es noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen. Also wir haben hier unser Drosselklappenpotentiometer. Die beiden Steller und dann gibt es immer einen Abgleich zwischen Potentiometer. Ein Potentiometer ist eine Art veränderbarer Widerstand. Moment. Je nachdem, wie diese Drosselklappen stehen, verändert sich der Widerstand und dann weiß das Motorsteuergerät, ich möchte 70% Laststellung unserer Drosselklappen und macht er 70% Laststellung der Drosselklappen. Also quasi wie eine Art Sensor, der dann wirklich auch nur abgleicht, ob die Drosselklappensteller das machen, was das Motorsteuergerät anfordert. Jetzt haben wir wieder viel geredet, viel Technik. Hier sind die beiden Zündkerzen, Stecker, Abdeckungen. Die müssen runter. Unsere Ölabscheider müssen runter. Dann unser Kabelbaum für die einzelnen Einspritzdüsen. Natürlich 8 an der Zahl bei 8 Zylindern. Das ist ein bisschen trara, das mache ich jetzt noch. Und dann nehmen wir die beiden Ventildeckel ab. So, liebe Leute, wir sind kurz vor der Demontage des ersten Ventildeckels. Was man ganz gut erkennen kann, auch ein kleiner Indiz für Undichtigkeit und so weiter, seht ihr zum Beispiel hier, ich mache mal die Kraftstoffzufuhr ein bisschen weg. Die ganze obere Seite ist wirklich schwarz. Hier seht ihr wirklich, ich gehe mal mit dem Finger drüber schön, ne, ölig, dreckig, schwarz. Das heißt, diese Ventildeckeldichtung ist schon undicht. Das Gummi wird irgendwann hart und spröde und kann einfach Dichtigkeit nicht mehr geben. Und deswegen drückt es dann bei zu hohem Motorinnendruck, Drehzahl, Temperaturen und so weiter, das Öl nach außen. Und das sieht dann so aus. Die Unterseite sieht man immer relativ schlecht. Deswegen ist für euch relativ einfach, auch wenn das Plenum hier drauf ist, kann man seitlich hier reingucken. Auch von dieser Seite, das sieht 1:1 genauso aus, dass da eine Undichtigkeit da ist. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, um diesen Ventildeckel runterzuhebeln, denn da sind noch Dichtungshülsen drin für die Zündkerzenschächte. Und wenn dieser Ventildeckel, so wie dieser hier, das kann man ganz gut erkennen, denn BMW verwendet original so ein helleres, das war mal ein fast durchsichtiges Silikon. Man sieht noch einen letzten Rückstand hier oben. Wenn der noch nicht ab war, dann geht der sehr, sehr, sehr schwer runter. So, und jetzt muss ich mal kurz aufhören zu reden und dieses Teil runterhebeln. Und beim Hebeln passt man auch immer auf, dass wir nicht Dichtflächen kaputt machen. Mache ich immer mit einem flachen Werkzeug mit ziemlich großer Auflagefläche und nicht nur mit dem kleinen Schlitzschraubenzieher an einer Stelle. Und dann haben wir da am Ende auch keine Probleme bei der Abdichtung von dem Neuteil. So. Numero uno. Hier ist die Dichtmasse, von der ich gesprochen habe. Das ist 100% original BMW. So. Das Innenstück, was jetzt gerade abgefallen ist, hat sich zum Glück vorher noch nicht gelöst. Ja, ansonsten sieht das hier aus, wie wir es erwartet haben. Und ich sage, die zweite Bank wird dann noch wilder. Und ich demonstriere auch mal kurz das, um was es hier geht und von was ich gesprochen habe. Diese Ventildeckel, was wir mal machen. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben dann natürlich noch 5 andere Sätze da, die hole ich mal kurz. Das machen wir jetzt mal einfach am Boden. Habe ich den Dreck nicht auf der sauberen Werkbank. Also, das, was wir anfangs unter diesem Öleinfülldeckel gesehen haben, sehen wir hier, zerlegt natürlich auch schon, sieht eigentlich genauso aus. Hier haben wir das blanke Magnesium. Folgendermaßen, diese Ventildeckel sind innen und außen werkseitig beschichtet. Diese Beschichtung, auch hier sehen wir es, schaut nicht bei jedem gleich aus, aber es ist immer das gleiche Schema. Fängt irgendwann an, sich aufzublähen, so wie hier. Vielleicht, ja, seht ihr das zum Beispiel hier? Das ist auch schon schön abgeplatzt. Ne? Das ist dann richtig spröde und so weiter. So,
Wenn sich das außen löst, ist es eine reine optische Sache, die uns eigentlich überhaupt nicht interessiert, weil es schaut einfach nur scheiße aus. Verändern tut sich da gar nichts. Problem ist dann, wenn es anfängt, sich innen zu lösen, zum Beispiel hier eine sehr neuralgische Stelle. Seht ihr das? Ich wende hier keinerlei Kraft auf und das Zeug fällt quasi von alleine. Seht ihr das? Oh, schau mal, das kannst du ja. So. Das ist wie Luft. Bei beiden das gleiche. So. Solange das nur so ein bisschen feines Zeug ist, ist es alles kein Problem, weil entweder zieht es die Ölbombe komplett mit durch und drückt es in den Ölfilter oder umgekehrt. Oder es ist so fein, ja, dass es irgendwo in einem Filterelement landet oder das den Motor nicht interessiert. Nur die Menge macht es am Ende und es ist ziemlich viel, weil es ist ja nicht nur hier und hier und hier, sondern es sind auch bei der Bank 1 und Bank 2 quasi gleichzeitig. Wo es sich löst, dann löst es hier, 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 hier. Was ich damit sagen will, irgendwann habt ihr eine gefühlt Handvoll Dreck unten in der Ölwanne drin, dieser komplette Ölpumpensieb verstopft. Das heißt, irgendwann kapituliert dieser Motor daran, dass die Beschichtung sich von den Ventildeckeln löst, das Ganze den Ölpumpensieb verstopft, ihr keinerlei Öldruck und Ölfördermenge mehr habt und das Teil irgendwann auseinanderfällt. Was kann man dagegen tun? Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder diese Deckel, so machen wir das, beziehungsweise wir machen es auch in zwei Varianten, das kommt immer darauf an, was der Kunde haben will. Möglichkeit 1, Ventildeckel original ausbauen, dann kann man die chemisch entlacken lassen, das heißt nur in einem Bad aus Wasser und Reinigungslösung und Temperatur löst sich dann diese originale Beschichtung. Die werden komplett neu beschichtet, wir bauen sie wieder ein. Oder Möglichkeit B, es gibt Billet- oder Gussteile aus Aluminium, die leider nur auf dem amerikanischen Markt. Kann man sich dann bestellen und auch einbauen. Das ist natürlich auch gut. Was man macht, ist meiner Meinung nach völlig egal. Diese Billet- oder Aludeckel kosten halt ein gutes Geld. Wir haben diese mal bei der Lisa verbaut in ihrem E92 M3. Und ich würde sagen, da blenden wir mal gleich was ein. Also der erste, Bank 2, ist jetzt schon drauf. Das sind ja die Aluminium-Cover. Genau, das waren jetzt in dem Fall die Aludeckel. Es gibt auch ein paar Forderungsmeinungen zu dem ganzen Zeug, dass man doch das Magnesium wieder beschichten muss und so weiter und so fort. Ich würde jetzt nicht sagen, Shots feiert, aber meine Theorie ist, und nicht nur meine, sondern auch von vielen anderen Typen, die sich täglich mit Motorrevisionen dieses S65 beschäftigen. Grüße gehen raus an einen netten Bayern, dessen Namen ich jetzt mal nicht erwähne, weil ich nicht weiß, ob er es will. Da ist wahrscheinlich die letzten 10 bis 15 Jahre Öl draufgekommen und ihr seht, wie dieser Deckel bzw. das Material von innen ausschaut. Nämlich genauso wie vor 10 oder 15 Jahren. Und das gleiche hier, an dem wahrscheinlich schon seit Tag 1 keine Beschichtung mehr dran ist, weil jedes Mal, wenn jemand den Öldeckel auf und zu macht, schabt es diese Beschichtung nämlich ab. Auch gerade hier innen, denn unser Öldeckel hat hier Metallnasen. Ja, die sich dann beim Zumachen, so schaut es von innen aus, dann festkrallen und diese Beschichtung lösen. Was ich damit sagen will, meiner Meinung nach ist es völlig egal, ob dieser Ventildeckel, der originale, innen drin beschichtet ist oder nicht, weil man das auch gerne roh in Magnesium lassen kann. Mittlerweile über 50 Motoren europaweit von uns und auch anderen laufen mit neu beschichteten Deckeln, die nur von außen beschichtet wurden und innen einfach roh sind, sich auch nach 20.000 bis 50.000 Kilometer Laufzeit und nochmaliges Zerlegen von Ölwanne und Ventildeckel nicht bewiesen hat, dass sich irgendwas von diesen Deckeln löst. Und auch im Öl konnte man keine Rückstände feststellen. Deshalb sage ich, bitte belehrt mich eines Besseren, wenn ihr es besser wisst, dass es völlig egal ist, wenn man diese Deckel von innen nicht beschichtet. Und es wahrscheinlich sogar besser ist, wenn man sie nicht beschichtet, bevor sich die Beschichtung da drin löst und in den Motor fällt. So, wieder viel erzählt. Machen wir den anderen Deckel auch noch runter, oder? Ist Bock? Ja, klar. So, kurz noch ein, zwei Sachen zum Motor, wobei es gar nicht viel zu sagen gibt. Er schaut sehr schön, sehr sauber aus. Hier haben wir ein Stück Silikon, bevor das reinfällt. Machen wir das natürlich runter. Zap, da drüben auch. Original noch. Sowas wollen wir natürlich auch weder in der Ölwanne noch im Ölsieb. Hier lege ich jetzt erstmal ein paar Tücher drüber, decke das alles ab.
mache die Kabel rein, Haube zu. Der wartet dann, bis unsere Ventildeckel vom Beschichten wiederkommen. Von denen werdet ihr jetzt auch nicht mehr viel sehen. Ich werde jetzt noch hier die Dichtrohre von den Zündkerzenschichten rausbrechen. So sehen die aus. Kosten Schweinegeld, gibt es zum Glück nur bei BMW. Das ist von 2008. Kommt gut hin. Das Auto ist Erstauslieferung bzw. Baujahr 2009. Das Teil ist ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr vorher produziert, denn der Motor stand wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger auf der Palette. So, warum schaut der heller aus und der dunkler? Ganz einfach, schlechterer Service. Der hier hat 30.000 mehr gelaufen. Diese Ventildeckel kommen aus einem Motor von 100.000 Kilometer Laufleistung. Je länger das Öl drin bleibt und je schlechter die Ölqualität ist, desto mehr von dieser ekligen Ablagerung habt ihr da drin. Deswegen einmal frisch machen. Was man hier auch noch ganz gut sieht, jetzt hat es der Johnny vorhin schon abgefilmt beim Ausbau. Die meiste Abwaschung entsteht hier. Warum? Das gucken wir uns an. Das Öl ist natürlich auch auf unserer Steuerkette und den Stirnrädern hier. Bei 6, 7, 8, 9.000 Umdrehungen haben wir hier extrem viel Ölgespritze. Und dieses Ölgespritze bildet Auswaschungen. Und diese Auswaschungen von dem ganzen Ölstrahl, die sich durch die Drehzahl natürlich, durch die Drehzahl sich entwickelt, seht ihr dann immer hier bei den Ventildeckeln oben, wo dann das Öl durchläuft. Ne? Hier zum Beispiel, da läuft dann das obere Varnos-Kettenrad und so weiter durch. Und dann seht ihr genau hier, wo eben viel Ölspritzer rankommen, dass da meistens zu den ersten Ablösungen kommt. So, jetzt mache ich noch diese Bleche hier raus, diese Abschirmbleche für unsere Kuppelgehäuseentlüftung. Die Dinger gehen ins Bad, einen Tag lang. Werden ganz soft chemisch entlackt. Danach werden sie neu beschichtet. Wir sehen uns wieder, wenn die Ventildeckel frisch sind. So, weiter geht's am S65. Deckel sind vom Beschichten da und ein Satzdeckel ist vom chemischen Entlacken da. Dann kann ich euch das beides mal zeigen. Und es war heute ein ganz, ganz emotionsreicher Vormittag, denn wir haben nämlich einen Patienten da. Ja, es ist hier nämlich, gab nämlich einen Vorfall. Den müssen wir auch mal besuchen. Wir gucken mal, wie es ihm geht. Kommt mal mit. Der hat nämlich... Ah, ich kann es gar nicht sagen. Alles gefressen, inklusive Stücke seines Halsbandes. Und jetzt ist er gerade in der Reha-Klinik. Wir besuchen ihn mal. Da ist unser kleiner Patient. Unser kleiner Koma-Patient. Oh je. Ja, da muss man mal ein bisschen gucken hier, ne? Beim Willi. Einen großen Kundendienst machen. Ja, da waren wir heute früh. Pünktlich zum Wochenstart ging es um 6 Uhr los in die Notfallaufnahme. In die Tierklinik nach Nürnberg, ja. Da hatten wir schon einen super tollen Vormittag, wir zwei. Ja. Der hat eine Infusion bekommen. Wir lassen dich wieder allein. Mein Baby. Also, Willi darf weiter genesen und der Willi bedankt sich auch in meinem Namen herzlich für die ganzen Glückwünsche. Weiter geht's an den Wolf Covers. Was sagen wir, lieber Ventildeckel? Ne? Wir sind ja hier in Deutschland. Kommen Sie und schauen Sie. Schauen Sie und kommen Sie. Hier haben wir was Frisches aus der Schweiz, der BMW M3, E46 M3. Das ist so lustig eigentlich gerade, ne? Eigentlich war ich bis vor einer Stunde noch wirklich sehr down wegen dem Wurli, aber ich glaube auch deswegen, weil es ihm wieder besser geht, geht es mir jetzt auch wieder gut. SMG Off, das heißt Handschalterumbau. Ich glaube, das hat man schon mal gezeigt bei Lisa auf dem Channel, oder? Oder bei mir? Das haben wir bei uns schon mal gezeigt. Echt? Handschalterumbau? Ja, dann, ne. Los geht's. So, hier die beiden wunderschönen, die 4 Ventildeckel. Also die erste Phase, die habt ihr gesehen nach der Demontage. Dreckig, Kruste, Öl und so weiter. Die zweite Phase ist die hier. Das ist jetzt das rohe Magnesium. Wir strahlen keine Motorteile, das habe ich auch schon 100-mal gesagt und das solltet ihr auch nicht tun. Denn Strahlgut kann sich immer in irgendwelchen Gewinden, Öffnungen, Ritzen, sonst irgendwas fangen, verkleben, ne, wenn da irgendwie Ölschlamm, Ölkohle oder irgendwas ist. Und wenn ihr diesen Motor dann zusammenbaut, ist es dann mein privater. Ist blöd, aber ist halt so, ist es das Kundenauto, ist richtig schlecht. Deswegen wird das immer chemisch entlackt. Chemisch heißt heißes Bad, das ist Wasser mit einer Reinigungslösung, mit Chemie. Ich glaube, ein bisschen Strom ist da auch noch mit in dem Becken drin oder Spannung. Genau, das liegt da 24 Stunden drin, das ist eigentlich ganz schonend und kommt dann in diesem Zustand wieder raus. Jetzt geht es nochmal in unsere Heißwäsche, in unser Gerät, dass es auch nochmal alle anderen restlichen Rückstände runter sind. Und man kann das ganz gut erkennen, werkseitig. Der Guss von diesen Deckeln ist nicht immer 100%, also man sieht hier, ne, diese bisschen Kruste. Das bearbeite ich immer noch ein bisschen nach mit Bohrmaschine, Schleifpapier und so weiter, dass es halt wirklich danach ein Top-Finish ist. Man nennt das auch Lunker, das kommt vom Guss. Und was auch sehr interessant ist, Johnny, was denkst denn du,
welche Firma, und die kennt eigentlich jeder, diese Ventildeckel herstellt oder hergestellt hat, damals für BMW? Haribo. Wusste ich, dass nur Scheiße kommt, ne? Haribo ist es nicht. Zwei hast noch. Aus der Fichtenmoped-Branche. Und jetzt bleibt nicht mehr viel. Jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei große Namen. Oder Dolmar. Ja, und damals hat dieser Ventildeckel Stihl gebaut. Ist krass, ne? Okay. Deswegen juppen die auch so. Ja, also, ist egal. Ja, auf jeden Fall. Diese Deckel wurden damals von Stihl gefertigt für die Firma BMW. Weiter gibt es eigentlich nichts zu sagen. Das ist dann, also wir beschichten übrigens immer nach Wunschfarbe. Es gibt dann Originalgrau, es gibt ein bisschen heller Kieselgrau, wie in diesem Fall. Es gibt Schwarzwrinkle, nennt sich das, also Schrumpflack. Es gibt Rotschrumpflack, es gibt Gelb, es gibt Blau, es gibt Rot. Das alles als Schrumpflack und normal. Wenn man zu abgespaced geht, ist es immer ein bisschen schwierig. Rot, Schwarz, Grau, Hellgrau, Anthrazit ist eigentlich so das Gängigste. Danach schaut es nämlich so aus. Wie schon erwähnt, sind die Deckel von innen nicht beschichtet, sondern einfach nur sauber gewaschen. Die werden jetzt von uns oder von mir mit neuen Dichtungen versehen. Die liegen alle schon hier. Darauf gehen wir jetzt eigentlich auch nicht weiter ein. Hier sind die ganzen alten Verpackungen von den O-Ringen. Das ist für unsere Nockenwellensensorik. Dann haben wir zweimal Dichtung für Kurbelgehäuseentlüftung. Dann haben wir die 8-9 Zündkerzenschächte. Da ist oben und unten eine, ja, ein Dichtring oder eine Dichtfläche. Das ist richtig fest aufvulkanisiert. Die sind vorher auch, ich glaube, hast du das abgefilmt, wo ich sie so rausgebrochen habe schon. Die waren wirklich steinhart, genauso wie unsere Ventildeckeldichtung. Alles original, nichts aus dem Zubehör. Schrauben natürlich auch. Da gibt es noch einen kurzen Satz dazu zu sagen. Diese Dichtungsgummis, Dichtringe, wie man sie auch immer nennen will, Dichtstopfen, gibt es nur für E46, E36, M52, 54, S54, S50, alles einzeln. Beim S65 gibt es das nicht einzeln. Man muss immer eine ganze Schraube, 7,95 Euro netto kaufen. Es gibt auch in manchen Online-Shops Zubehör-Gummidichtringe bzw. Silikondichtringe. Mit denen haben wir leider nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil sie relativ weich sind. Und deswegen kaufen wir immer diese Schrauben dann neu. Das muss man leider immer machen, wenn man die Ventildeckel hier runterbaut. Die dichten dann übrigens hier so ab. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass wenn man jetzt eine vergammelte alte Schraube hat, die ein bisschen oberflächlich angerostet ist oder man sieht, dass jemand mal mit der Nuss nicht richtig drauf war, ne, dass der Sechskant so ein bisschen verschoben ist, dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man eine neue Schraube da reinmacht, weil letztendlich verschönert es, würde ich sagen, das Gesamtbild. So, das dazu. Wir gehen in die Montage. So, ein paar letzte Maßnahmen noch vor der Montage der neuen Ventildeckel. Ich mache jetzt die Dichtflächen. Ich riech's, ihr riecht's nicht. Ja, da ist jetzt ein bisschen Verdünnung drauf, einfach zum Entfetten, dass diese Dichtflächen perfekt sauber sind. Ich empfehle euch das nicht mit einem Papierlappen, sondern mit einem Textil. Wir haben jetzt extra so ein Werkstatttuch, die sind fusselfrei. Ja, geeignet eigentlich für so Motortechnik-Arbeiten. Und wenn wir jetzt hier mal hergucken, ne, das sind sehr, sehr scharfe Kanten überall. Und mit dem Papierlappen bleibst du da einfach schnell hängen. Manchmal sieht man Fetzen nicht, der liegt dann im Motor drin, verstopft dann irgendwelche Ölsiebe oder Ölbohrungen, muss nicht sein. Deswegen solche Lappen und natürlich auch immer gleichzeitig Auge mit drauf. Selbst bei so einem Lappen hat man irgendwo mal einen Fussel dran. Dann muss man halt gucken, dass der dann nicht irgendwo hier drin ist. Letzte Woche, das haben wir jetzt nicht abgefilmt, habe ich noch von den beiden Stirndeckel bzw. Warnuss-Covern diese kleinen Metallstickdichtungen neu gemacht. Da gab es aber nichts viel zu sagen. Das sind vier Schrauben raus, rein. Die ist auch neu. Die sitzen quasi hier drunter unter diesen Deckeln. Ja, also hier unter diesem Deckel. Die sind einfach zu empfehlen, gleich mitzuwechseln. Wenn es schon mal oben auf ist, dann ist es immer frisch. So, jetzt passiert eigentlich nichts mehr, außer auf den Stoß von dem Deckel hier vorne auf den Kopf ein bisschen ganz, ganz fein Dichtpaste aufzutragen, so wie es BMW auch ab Werk gemacht hat, um diesen, ja, Überstand hier auszugleichen. Und dann setzen wir eigentlich schon den Ventildeckel drauf. So, los geht's. Na, ist schon gleich ein ganz anderes Bild, oder? Machen wir danach noch schön den Motorraum, alles picobello sauber. Und dann ist es wieder sehr sexy und vor allen Dingen dicht. Ja, da drauf kommt es an. Mach die Kamera aus. Eigentlich stand es gerade nicht auf unserem Plan, die Kerzen noch zu tauschen. Jetzt habe ich so ein kleines Gefühl gehabt, wie es denn öfter so ist,
Wenn es heißt, das Auto hat einen frischen, großen Kundendienst bekommen, kurz vorm Kauf, kriegt man es richtig drauf, die Elektrode? Also die hat mal mindestens 40.000, 50.000 gelaufen, alleine schon wie die Kerze ausschaut. So sieht es neu aus. Ja, das seht ihr hier, die ist schon oval gebrannt, so viel fehlt da. Ja, genau, perfekt. Dann machen wir jetzt noch schön im zerlegten Zustand 8 neue Kerzen rein. Und dann läuft das Ding auch wieder. So, weiter geht's. So, Deckel dran. Alles so wie beim Soundcheck. Jetzt mache ich das so. Ich lasse ihn einmal laufen, mache einen Check, ob alles schön sauber dicht ist, alles passt, so wie es sein soll. Und wenn das so ist, dann kommt der Luftsammler wieder drauf. Wenn der Luftsammler drauf ist, machen wir erstmal die ganze Peripherie hier sauber und danach bauen wir dann Luftfilterkasten und so weiter ein. Ja, würde ich sagen, let's go. So, also, der lief gerade ein bisschen unruhig. Warum? Weil Einspritzdüse und so weiter abgesteckt war. Genauso wie Zündkerzen jetzt raus. In den Zündkerzenschächten steht immer so ein bisschen Öl und so weiter. Genau, beim ersten Mal starten braucht er da ein bisschen. Und dann passt es. So, jetzt läuft das ganze Ding seitig. Jetzt warten wir noch ein Minütle, dann kontrolliere ich. Also ich finde doch, das sieht jetzt schon im ungeputzten Zustand schon wieder sehr, sehr sauber und sexy aus. So, Motorraum, sexy. Das hier vorne, da geht mit irgendwie Trockeneisstrahlen und so Zeug nichts. Das haben wir jetzt alles schön rausgedampft. Natürlich nicht in den Riementrieb und in die Elektronik rein. Und was soll man wieder sagen? Nach so gefühlten optischen 90.000 Kilometer Kerzen ist der Luftfilter-Einsatz vom 22.04.2014 nicht weit. Service immer gut. Ich will nicht sagen, ich hab's im Urin, aber das habe ich jetzt geschmeckt. Deswegen dachte ich mir, bevor der Maxi das wieder zusammensteckt, gibt es einen frischen Filter. So, Luftfilterkasten war ich auch gerade mal so frei und habe den einfach mal komplett eingesprüht und ausgedampft, weil da war so viel Schrott drin. Alte Salzreste, Dreck, keine Ahnung, Nüsse, was halt in so einem Luftfilterkasten immer drin ist. Ja, und ich denke mir, wenn wir jetzt schon so weit sind, ne, dann machen wir es einmal vernünftig und waschen das alles aus. Weil mit Wasser kriegst du hier den ganzen Staub auch weg und den ganzen Dreck und die ganze Kruste. Und dann schaut es auch wieder aus wie neu. So, frag mich nochmal so schlau blöd, wie du es gerade gemacht hast. Also ich habe gerade gefragt, wenn das von 2014 der Luftfilter ist, dann ist es wahrscheinlich vermutlich der zweite Luftfilter in dem Auto. So, das haben wir jetzt auch gerade festgestellt. Autos von Mitte 2012. Luftfilterkasten ist auch von 2012. Ja, das war irgendwann mal bei dem zweiten Service oder so. Oh, das ist der Luftfilter. Und das Ding ist, das ist jetzt wieder so ein Thema, das hat man schon 100 Mal. Genauso wie das Thema, dass sich jemand in einer Werkstatt den normalen Preis für einen Luftfiltertausch berechnet und nicht 200 Euro dafür nimmt, aber gleichzeitig den Luftfilterkasten ausbaut und ihn auswäscht, weil er einfach heute Abend so einschlafen will. Und das kann ich nicht, wenn ich den ganzen Dreck, so wie er war, wieder reingebaut hätte. Weil das ist nämlich lächerlich und es ist eine Schande für unser Mechanikertum, so eine Scheißarbeit zu leisten, wenn du nämlich in das Serviceheft schaust und siehst, wie viel Inspektion 2 an diesem Auto gemacht wurden. Ja, und einfach nichts gemacht ist. Ne? Also Kerzen, ich bin mir sicher, da forschen wir jetzt auch nicht weiter nach. Irgendwann standen hier mal Kerzen und Luftfilter wahrscheinlich schon dreimal auf der Rechnung. Aber es sind halt einfach ja, Dinger von, ja, es ist 24, 10 Jahre alt. Bei einem Sauger, von was lebt der Sauger? Von frischer Luft und guten Kerzen. So dumm, oder? Macht mich schon wieder fast aggressiv. Aber ganz
Ja, Mann, gehst du jetzt irgendwo zum Gebrauchtwagenkauf hin und sagst, mach mal einen Luftfilterkasten auf und so, und dann siehst du es abgestempelt, vielleicht sogar BMW. Ja, okay, alles gut. Wir nennen jetzt keine großen Namen und schieben irgendjemanden die Schuld in die Schuhe, aber es ist einfach lächerlich, Alter. Das ist, und vor allem an solchen Autos halt, ne? Nicht, dass jetzt ein 316i keinen Service braucht, aber ein M3 braucht halt ein bisschen mehr Service und vor allem ein bisschen mehr Liebe. Und wenn du ihm das halt nicht gibst, dann ist das Gejammer immer groß, weil das wird nämlich sehr schnell sehr teuer. Und dann fragt sich immer jeder, woran hat sie lehen? Ja, ja. Aber geil, das immer wieder zu sehen. Und ich muss ehrlich sagen, guck jetzt einfach hier in dieses Eck rein. Du siehst hier den originalen Aufkleber. S65 B40A. Alles wunderschön sauber und silber. Neue Dichtung, neue Kerzen. Picobello zusammengebaut. Sogar die Nockenwellensensoren haben neue Dichtringe bekommen. Sie haben noch einen neuen Luftfilter. Alles ist ausgewaschen. So kann die Saison starten. Also es gibt auch Werkstätten, ja, das sind nicht nur wir, die gute Arbeit leisten. Aber es gibt auch viele Werkstätten, die keine Ahnung, was sie machen den ganzen Tag, Alter. Außer Scheiße. Ready. Neuen Öldeckel haben wir noch spendiert. Ich glaube, das habt ihr mitten des Videos mitbekommen, denn auch im Öldeckel ist eine kleine Dichtung drin, eine Gummidichtung, eine Lippe. Und die wird auch irgendwann einfach nicht mehr so, hat nicht mehr so Bock zu arbeiten wie so ein neuer Deckel. Außerdem schauen die neuen Retro-Deckel irgendwie geiler aus. So, Öl ist frisch. 10W60 300V haben wir eingefüllt, inklusive 9 BMW M-Ölfilter, Kerzen, Luftfilter, Kühlerwasser ist aufgefüllt, Servoöl ist geprüft, Klimaservice ist gemacht, Brennflüssigkeit, Diff-Öl, DKG-Service. Jetzt gibt es noch eine Achsvermessung und dann, ist nochmal das allerletzte Mal, nach diesem Video hat auch der Letzte auf diesem Kanal, nämlich unser Kameramann, Gefallen an einem S65 gefunden und fachsimpelt schon, wie er sich denn so ein Auto zusammenbastelt. Das sind schon geile Dinger. Vor allen Dingen jetzt, wo es halt nicht mehr werden, ne? War einfach eine geile Zeit. Machen wir Feierabend, oder? Machen wir Haube zu? Reicht für heute, oder? Dann. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen, Kritik, Anregungen in die Kommentare. Bis nächste Woche.